kann ich brauchen. Kann ich brauchen. Thank you.
einem aufziehenden Sturm. Wenn ich du wäre, würde ich mir einen Unterschlupf suchen. Danke, Tom. Gern geschehen. Halt die Ohren steif. Zum Glück hatte ich das. Was für ein Gestank! Sprichst du mit mir? Na ja, ich sag dir, mein Bruder ist vollkommen plan. Er glaubt, ich will ihm seinen Anteil am Geschäft wegnehmen. Wir besitzen einen Autohandel, fahr mit Recht, mit gebrochenen Japanern, beste Qualität. Aus dem Nichts hatten wir ein blühendes Geschäft aufgebaut und dann tritt er durch. Wir haben sogar den Code unseres Safes geteilt. Er kennt eine Hälfte, ich die andere. Darauf waren wir mal stolz. Natürlich kannte unsere Buchhalterin Angela beide Hälften, sonst hätten wir zwei immer im Büro bleiben müssen. Aber wir hatten uns vertraut. Verstehst du? Und dann warf das Arschloch mich raus und nahm mir meinen Geschäftsanteil weg, sodass ich mich jetzt von diesen Ratten ernähren muss. Halt deine Klappe! Nicht nur das, dann ist er auch noch durchgedreht. Sagt, ich hätte das Geschäft übernommen, nicht er. Kannst du dir das vorstellen? Ich würde ihn gern wieder zu Sinnen bringen. Jemand muss seine Codehälfte in Erfahrung bringen, sich in den Laden schleichen, die Papiere aus dem Safe holen und sie mir bringen. Damit kann ich ihm dann zeigen, wer als Inhaber eingetragen ist und ihm beweisen, dass er mich rausgeworfen hat, nicht umgekehrt. Vielleicht wird er dann ja wieder normal. Hör zu, das ist nicht leicht zu merken. Meine Hälfte des Codes lautet 1, 2,
Drei, vier. Ihr Typen seid schon ein Knaller. Bring einfach seine Codehälfte in Erfahrung und bring mir die Unterlagen aus dem Safe. Es soll auch nicht umsonst sein. Jetzt werden wir sehen. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen, wer wirklich verrückt ist. Dann muss er es zugeben. Wo sind die Unterlagen? Hast du sie schon? Dieses Mal kann er sich vor der Wahrheit nicht verstecken. Bald werden alle sehen, was er für ein Bruder ist, dieser Mistkerl. Besorg mir die Unterlagen aus dem Safe, dann wird seine Maske fallen. Er glaubt, ich wüsste nicht, dass er es ist, der den ganzen Mist hier schreit. Tja, er hat Unrecht. Ich brauche die Unterlagen, ohne sie kann ich gar nichts beweisen. Er hat ein Herz aus Stein. Ich habe keinen Bruder, sondern ein Monster. Jetzt werden wir sehen. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen, wer wirklich verrückt ist. Dann muss er es zugeben. Wo sind die Unterlagen? Hast du sie schon? Dieses Mal kann er sich vor der Wahrheit nicht verstecken. Ein Mutant weniger. Thank you.
Ja, gut, dass ich sie gefunden habe, bevor sie hochging. Wenigstens stirbt jetzt niemand mehr dadurch.
Ah, eine Mine. Daraus sollte ich etwas Nützliches machen. Die wissen wohl nicht, wie man nicht entschärfbare Minen baut, Dilettanten. Äh.